geschrieben, um ja, uns mit hineinzunehmen in diese Bewegung. Wie geht das, dass ein Mensch, der Gott sucht, Gott erfährt, dadurch verändert wird und in eine rettende Beziehung zu diesem Gott eintritt? Das, was Lukas in dieser kleinen Geschichte erzählt, in 10 Versen, das können viele von uns als Lebensgeschichte erzählen, die viele Jahre gedauert hat. Aber so ist das im Wort Gottes. Und ich glaube, wenn ihr in diese Geschichte reinguckt, diejenigen, die von Gott schon etwas empfunden und empfangen haben, dann werdet ihr merken, wo ihr berührt seid und wie das bei euch gewesen ist. Und nichts anderes wollte der Lukas, dass wir daran ein Modell haben, wie geschieht das, dass Menschen einen Glaubensweg gehen, Gottes Nähe erfahren und daran verändert werden. Wir hören auf die Lesung aus der Apostelgeschichte im 8. Kapitel und in der Predigt möchte ich gleich noch einiges dazu sagen. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hofe der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen? Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, wenn ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist den Herrn des Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich weiter. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Ich möchte noch ein bisschen sprechen über die Geschichte von dem Afrikaner, der getauft wird. Der Lukas erzählt in der Apostelgeschichte im 8. Kapitel und diese ganzen Geschichten, man muss sagen, Lukas war ein großer Künstler. Wow, der würde heute den Literaturnobelpreis kriegen für sein Evangelium und für die Apostelgeschichte. Ganz großes Kino oder ganz große Literatur, muss man sagen. Wie der das angeleitet durch den Heiligen Geist geschafft hat, in so einer kleinen Geschichte das zu verdichten und für uns so auf den Punkt zu bringen, wie passiert das, dass Gott einen Menschen ruft, in sein Leben eingreift und ihn verändert. Ich durfte in meinem Pastorendasein 20 Jahre lang doch viele Menschen begleiten, die einen solchen Weg gegangen sind. Ich habe auch viele andere erlebt, die wollten das nicht. Gut, die muss ich ziehen lassen. Aber viele andere, die haben empfunden, ich will Gott suchen. Ich
glaube, dass Gott da ist, irgendwo. Und welchen Weg kann ich gehen, um Gottes Nähe zu erfahren und in eine Beziehung mit ihm einzutreten? Und dann hat das manchmal viele Jahre gedauert, bis das zu einem vorläufigen Ziel gekommen ist. Und das Ziel, muss ich sagen, finde ich, und sagt die Bibel, ist, dass ein Mensch ganz persönlich sagt, ich möchte in einer engen Gemeinschaft mit diesem Gott leben. Und ich glaube, dass er da ist, nicht irgendwo, sondern hier, bei mir, mit mir, und dass ich in meinem Herzen seine Nähe empfinden kann und dass ich bei ihm sein kann. Und wo man dazu Ja sagt, so von Herzen, ich will das, da sagt die Bibel, geschieht Rettung. Ein Mensch wird aus einer Welt, die vergeht, rausgeholt und wird in Gottes Reich versetzt und hat ewiges Leben. Wer ohne diesen Gott lebt, sagt die Bibel, ihr könnt darüber diskutieren oder anderer Meinung sein, ich sage euch einfach, was die Bibel dazu sagt. Sie sagt, wer ohne Gott lebt, ist verloren. In Zeit und Ewigkeit. Ein Leben kann nicht gelingen ohne Gott. Manchmal vergisst man das und lebt so sein Leben und ist furchtbar beschäftigt und arbeitet und macht und tut und hat seine Sorgen und zack, 70 Jahre sind vorbei, dein Leben ist vorbei. Das kann man auch so machen, das ist traurig. Das oft auch gesehen, wie Menschen so ihr Leben dann so aus der Hand geben. Ja, aber das andere ist, du hörst Gottes Ruf, sagst Ja zu einem Leben mit ihm, gehst aus Finsternis ins Licht und du weißt, wenn ich sterben muss, dann gehe ich durch den Tod hindurch und werde dann bei Gott sein. Und mein Name ist geschrieben im Buch des Lebens. Da oben, ne? Da sitzt Jesus auf dem Thron, hat das Buch des Lebens in der Hand. Das ist versiegelt, also das heißt, die Menschen wissen nicht, welche Namen drin sind. Also die anderen Menschen. Ich weiß nicht, ob dein Name drin steht. Was ich sagen kann, ich glaube, meiner steht drin, weil ich Ja gesagt habe zu einem Leben mit Gott und mit Gott gehe. Deswegen ist meine Überzeugung. Am Mittwoch haben wir den Peter beerdigt, haben auf sein Leben geguckt. Ich glaube, Peters Name ist im Buch des Lebens geschrieben. Und er ist jetzt bei seinem Vater im Himmel. Und die Bibel sagt, das wird so sein, dass da ein großes Fest ist. Ja, in einem menschlichen Bild ausgedrückt, das ist etwas Wunderschönes. Also ich glaube, Peter ist jetzt da. Da hinzukommen zu einem solchen Glauben, zu einer solchen Gewissheit und Klarheit, die einem eine ganz große Widerstandskraft gibt, in allen Nöten, in allen Sorgen des Lebens, ganz egal was da ist, du kannst sagen, ich gehöre zu diesem lebendigen Gott, egal was ist. Das ist eine unheimliche Kraft, die da drin steht. Um da hinzukommen, müssen Menschen manchmal lange, lange Wege gehen. Und es dauert manchmal lange. Manchmal geht es ganz schnell, wo ein Herz berührt wird und jemand plötzlich eine Empfindung dafür kriegt, Gott ist da. Die Geschichte von dem Afrikaner ist eine kleine Geschichte, die uns das so in 10 Versen vor Augen führt, wie kann sowas gehen. Ich möchte einfach ein paar Punkte mit euch mal durchgehen und möchte euch ermutigen, mal zu gucken, was sind denn Punkte, die wir selbst erlebt haben und was haben wir vielleicht noch nicht erlebt. Wie fast immer bei diesen Bibelgeschichten, gibt es verschiedene Punkte, wo du sagen kannst, das bin ja ich. In dieser Geschichte kommen zwei Personen vor. Da ist der Afrikaner, der Gott sucht. Und da ist der Philippus, ein Jesusmann, der von Gott gebraucht wird, dem Gott einen Auftrag gibt, um das Evangelium, um den Glauben an Jesus Christus zu erklären. Ich weiß, hier sind jetzt, wenn ich hier so reingucke in die Runde, da sind viele, die schon lange mit Jesus gehen. Ich glaube, ihr seid Philippus-Leute. Und wenn ihr in diese Geschichte reinguckt, dann könntet ihr den Spiegel darin finden, dass ihr sagt, bin ich denn wie der Philippus? Und es gibt andere, die könnten sich erkennen in dem Afrikaner, weil sie Leute sind, die Gott suchen. Und fragen können, mache ich das so wie der? Ja. Und vielleicht gibt es auch irgendwo was dazwischen, dass du manchmal ein Philippus bist und manchmal ein Afrikaner. Also die Zwischentöne soll man nicht ganz aus den Augen verlieren, aber wir sehen einfach diese zwei Modellgestalten. Okay, ich fange an. Ja? Erstens, mit dem Afrikaner. Das war einer, der Gott gesucht hat. Und er ist von Äthiopien, also in Afrika, nach Jerusalem mit einem Ochsenwagen gefahren. Boah, lange Geschichte.
Ich habe mal auf der Landkarte nachgeguckt, 3000 Kilometer mit dem Ochsenwagen, 3 Kilometer in der Stunde Spitzengeschwindigkeit und lange Tankaufenthalte in Form von Heu und hin und her und sowas. Du musst echt Geduld mitbringen. Ne? Aber diesem Mann war seine Suche nach Gott so wichtig, dass er von Äthiopien nach Jerusalem gegangen ist und der Lukas sagt, um Gott anzubeten. Das griechische Wort, was da steht, proskynein, das heißt, um vor Gott auf die Knie zu gehen, um vor Gott niederzufallen. Dazu ist er nach Jerusalem gezogen. Er ist dort in den Tempel gegangen, weil er die Ahnung hatte, da sind Menschen, die was von Gott wissen. Und von denen will ich hören, wie das ist, wer Gott ist. In dieser Zeit, als Lukas das Evangelium aufgeschrieben hat, war eine große Bewegung in dieser antiken Welt, dass die Leute da ihre vielen Götter aus dem griechisch-römischen Götterkosmos leid waren. Die hatten die Nase voll davon, von diesem beständigen Streit und Durcheinander. Da hatten die selbst genug Durcheinander. Deswegen haben sie die Klarheit des Gottes Israels gesucht, weil sie wussten und gehört hatten, er ist ein heiliger Gott, er ist ein Gott. Er hat seinem Volk gute Gebote, eine gute Ordnung gegeben. Und von dem ganzen Streit der Götter, diesem Durcheinander, haben wir die Nase voll. Wir suchen den. Und man nannte diese Menschen, die so Gott gesucht haben, Gottesfürchtige. Das waren keine Juden, sie waren nicht dem Volk Israel zugefügt, aber sie hatten eine große Achtung vor seinen Gesetzen und Geboten. Und deswegen hat er sich auf den Weg gemacht. Ich frage mich dann manchmal, wie ist das heute eigentlich, wenn heute einer Gott sucht? Ich treffe viele Menschen, die Gott suchen. Wo geht ihr hin? Wir haben uns unterhalten. Ne? Haben sie gesagt, ich gehe in den Wald, wenn ich Gott suche. Ich meine, immerhin heute seid ihr hier gekommen, in die Kirche. Ist hier ein Platz, wo wir eine Ahnung davon bekommen, wer Gott ist? Kommen Menschen hier hin, um auf die Knie zu gehen und sich auf Gott auszurichten? Menschen, die wirklich Gott suchen? Ich begegne manchen Menschen, die interessieren sich ein bisschen für Gott. Sagen, ja, ist eine interessante Frage. Aber auch manchen, der sagt, ich brauche eigentlich Gott. Und hilf mir doch weiter. Die erste Ermutigung, Gott zu suchen, mit Ernst zu suchen, etwas dafür einzusetzen, ihn zu finden, sich aus den Herkunftswelten, aus den Vorurteilen und all dem Getümmel auszublenden, und an einen anderen Platz zu gehen, wo man den Eindruck hat, da kann ich Gott finden. Das hat der Afrikaner gemacht. Und darin ist er ein großes Vorbild für mich. Das Zweite, als er wieder nach Hause gefahren ist, hat er sich etwas mitgenommen, verdichtete Gotteserfahrung. Er hat sich in Jerusalem, und man musste damals sehr tief in die Tasche greifen dafür, eine Schriftrolle gekauft, ein Stück von der Bibel, Gottes Wort. Und auf seiner Heimfahrt, auf seinem tollen Ochsenkarren, hat er den Propheten Jesaja in der Schriftrolle studiert. Er hatte den Eindruck, dieses Wort Gottes, dieses Wort der Bibel, ist verdichtete Gotteserfahrung. Ich kann darin etwas lernen, um weiter meinen Weg zu gehen, dass diese Sehnsucht nach Gott, diese Suche zu ihrem Ziel kommt. Diejenigen, die Gott suchen, sollten das Wort Gottes reinschauen. Und an keiner anderen Stelle werden wir Gottes Erfahrung so verdichtet finden. Wenn wir das tun, werden wir die Erfahrung machen, auch das hat seinen Preis, das läuft nicht so einfach rein. Ne? Man muss lange darüber nachdenken, man muss auch daran scheitern und merken, wie das Wort zu groß ist, zu schwer ist. Und das leuchtet mir erstmal nicht ein. Ja, aber es ist auch eine wichtige Erfahrung. Ich unterhalte mich manchmal mit Leuten, die sagen, naja, ich habe mal versucht, in der Bibel zu lesen, aber nach 10 Versen haben die aufgegeben, da versteht man kein Wort. Und das nehmen sie als Argument gegen die Bibel. Stellt euch mal vor, wäre das Gott eine Sache, die so reinläuft und ohne Haken und Ösen, ohne dass du dich darum bemühen musst, die tiefste Wahrheit des Universums. Und das soll alles so blitzgeschwind einleuchten. Ich weiß nicht, wer von euch mal Stephen Hawking gelesen hat, eine kurze Geschichte des Universums. Das Buch ist, was weiß ich, 2 Millionen Mal verkauft worden. Ich möchte mal einen treffen, der das verstanden hat. Mir hat ein Physiker erzählt, studierter Physiker, kein Wort verstanden. So an den entscheidenden Stellen. Die Leute kaufen das und lesen das. Die Bibel legt man nach 10 Versen aus der Hand.
Ich möchte euch ermutigen, bleibt dran. Dann kommt was sehr Interessantes. Das ist der dritte Punkt. Gott hat einen Menschen ausgesucht in Philippus. Das war ein Mann Gottes, der mit Jesus gegangen war, Gottes Geist empfangen hatte, der eine tiefe Weisheit und Einsicht hatte. Und dem hat er den Auftrag gegeben, geh zu dem hin, geh an die Straße, die von Jerusalem nach Aschdod führt, und da zeige ich dir einen Menschen, den sollst du begleiten. Boah, das ist eine sehr präzise Auskunft, oder? Jetzt ihr Philippus-Leute, ich weiß, hier gibt es eine Menge Philippus-Leute. Hat Gott sowas schon mal zu euch gesagt? Du sollst dich um diesen Menschen kümmern, ich zeige dir den. Und dann geh mit ihm. Ja? Manchmal ist das so, habe ich so ein Empfinden, dass auch die Philippus-Leute da gerne mal weghören. Ja. Aber ich möchte euch ermutigen, hört dahin, wenn Gott euch Menschen zeigt, die ihr begleiten sollt. Geistliche Begleitung. Was macht der Philippus? Der geht eine ganz lange Strecke neben dem Ochsenkarren her. Ohne, dass der mit einem Traktat ankommt und den da überfällt. Er geht lange mit diesem Mann, bis der Zeitpunkt kommt, wo der Äthiopier, der Afrikaner, ihn einlädt und ihm einen Platz gibt. Der Afrikaner sagt, kommt doch zu mir auf den Wagen, hat einen Platz für ihn. Ja, also wenn ihr Afrikaner seid, nur mal so, dann achtet mal darauf, ob irgendwo Menschen sind, denen ihr einen Platz geben könnt in eurem Leben, dass sie euch einen Schritt weiterhelfen können. Die werden irgendwo in eurem Umfeld sein, ich bin ganz sicher. Da hat Gott einen Philippus hingestellt. Und guck mal, wer das sein kann. Und dem gibt Platz in deinem Leben. Wenn du ein Philippus-Mensch bist, achte darauf, wo einer im Ochsenkarren langfährt. Lass dir Zeit, an seiner Seite zu gehen. Und dann hör aber genau hin, wenn du eingeladen wirst, wann der Punkt ist, wo du sagen kannst, okay, ich nehme diesen Platz auch wirklich ein. Was machen die dann? Die lesen zusammen die Bibel. Ja, und der Afrikaner, der sagt ganz frank und frei, ich verstehe kein Wort. Das spricht nicht gegen die Bibel, das will ich euch nochmal sagen. Es zeigt, dass einer nötig ist, ein Philippus nötig ist, der erklärt, worum es geht, mit einem persönlichen Zeugnis. Und ganz fokussiert. Lukas sagt, da wird keine Exegese gemacht, eine große Bibelarbeit oder was. Er erklärte ihm das Evangelium von Jesus Christus anhand dieses Wortes vom Propheten Jesaja. Könnten wir noch viel zu sagen, will ich jetzt nicht. Was mich interessiert ist, dass zwei einen Weg zusammengehen und einer dem anderen erklärt und der erklärt, sehr gut hinhört, was ist die Geschichte dieses Mannes, was braucht er jetzt, und dann zeigt Gott, wann der Moment ist, wo sich etwas öffnet. Ja. Der nächste Schritt in dieser Geschichte, er erklärt das Evangelium von Jesus Christus. Und dann sagt dieser Afrikaner, zu diesem Jesus will ich gehören, ich will getauft werden. Interessante Formulierung, was hindert es, dass ich getauft werde? Spricht irgendetwas dagegen, dass ich getauft werde? Die Paula ist zum Beispiel gekommen und hat gesagt, ich will getauft werden. Ja? Also, dass du dahin gekommen bist, da hat Gott schon ganz viel vorher gemacht. Und ein bisschen durfte ich dein Philippus sein, da bin ich besonders glücklich drüber, dass wir ein Jahr in der Schule zusammen hatten und da durfte ich ein bisschen dein Philippus sein, konnte dir Sachen erklären. Wenn du dich mal umguckst, gibt es bestimmt noch andere Philippus-Leute in deinem Leben. Ja? Und dann bist du dahin gekommen und hast gesagt, was hindert es, dass ich getauft werde? In der Geschichte, wie das Leben spielt, war direkt ein See dann da. Ne? Dann konnte der Afrikaner mit dem Philippus dahin gehen und dann hat Philippus den Afrikaner dreimal untergetaucht. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nochmal ganz verdichtet an dieser Stelle. Sie haben ihr Gespräch unterbrochen, das Leben des Afrikaners wurde mit Jesus verknüpft und dann, als er aus dem Wasser der Taufe stieg, schreibt der Lukas, dass er ganz fröhlich war, dass er sehr froh war. Das Letzte an dieser Stelle ist, der Afrikaner ist alleine weitergegangen. Er fuhr seine Straße fröhlich, ist zurück nach Afrika gefahren. Ganz interessant, die äthiopischen Christen, Äthiopien ist eigentlich ein christliches Land, die führen ihre Kirche auf diesen Mann zurück. Er ist also nach Hause gekommen, hat anderen davon erzählt, ist selbst zum Philippus geworden
Und daraus ist eine große Bewegung gewachsen, sodass Äthiopien neben den Armeniern das erste Land gewesen ist auf der ganzen Erde, wo ein ganzes Volk gesagt hat, wir wollen Jesus Christus nachfolgen. Das muss ein bemerkenswerter Mann gewesen sein, dieser Afrikaner. Und er ist anderen zum Philippus geworden. Paula, wenn du jetzt getauft wirst, ich hoffe, dass du deine Straße fröhlich weiterziehst von hier aus. Ja, das wünsche ich mir. Und dass du dann so viel mitbekommen hast, dass du deinen Weg gehst. Der Afrikaner, der musste alleine weitergehen. Philippus ist zu dieser Gelegenheit mit ihm gegangen, ein Stück. Und dann erzählt Lukas, hat Gott den Philippus weggenommen. Da musste der Afrikaner selber gucken, wie geht's für mich weiter. Ich vermute, er hat sich dann andere gesucht, er hat Gemeinschaft mit anderen gehabt. Aber er ist selbstständig geworden in dem, was er gemacht hat. Es war sein Weg, so viel Glauben zu haben, so verankert zu sein in Jesus, dass er alleine gehen konnte. Dass er nicht darauf angewiesen war, dass Philippus ihm weiter das Händchen hält, sodass er nicht erwachsen werden konnte, sondern er musste reif werden und für seinen Glauben einstehen. Und das wünsche ich dir, Paula, dass du das erlebst, dass du weitergehst von hier. Ganz erwachsen bist du noch nicht, du bist jetzt 10 Jahre alt, hast du noch ein bisschen was vor dir. Aber dass jetzt ein Weg beginnt für dich, wo du reifst, wo du Gott immer näher kennenlernst, intensiver mit ihm lebst und so stabil und reif wirst, dass du weißt, woran du glaubst, wofür du einstehst und wo du anderen ein Philippus sein sollst, um ihnen von deiner Erfahrung weiterzugeben. Das gilt für die Paula. Gibt es einen von euch, für den das nicht gilt? Guck nochmal genau rein in diese Geschichte. Bist du der Afrikaner? Bist du der Philippus? Brauchst du nochmal einen Schritt, wo ein Philippus an deiner Seite geht, um dir das Wort Gottes zu erklären, zu vertiefen, auszulegen und dich nochmal neu zu verankern in Gott? Oder ist es jetzt so, dass du schon ganz viel mitbekommen hast, aber dich noch ein bisschen gezielt hast, zu hören, wo Gott dich hinstellt, an wessen Seite Gott dich stellt? Das ist dann dein Auftrag, da genau hinzuhören. Der Philippus war im Herzen so empfindlich, dass er gehört hat, dass Gottes Geist zu ihm spricht. Und ich glaube, dass Gott das tut, beständig. Und unser Problem eher ist, dass wir nicht so genau hinhören, manchmal sogar weghören. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus.